Es geht. Türme wurden beschädigt. Keine Ahnung, ob ich beschädigt wurde, habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber es geht. Das heißt, sobald wir hier die ganzen Bäume abgeholzt haben und wir den Roboport wieder wegnehmen, können wir die Türme hier hinten verteilen. Wahrscheinlich hier so eine ganze Reihe lang jeweils. Und dann sollte das reichen gegen die Könige. Solange ein König nur kommt. Das wurden hier später teilweise 4 oder 5 auf einmal. Und das heißt einfach nur mehr Türme. Also noch sind wir relativ gut dabei, würde ich sagen. Mehr Wald töten. Das wird da oben jetzt problematisch, denke ich. Aber es haut schon irgendwie hin. Habe ich Flying Frames bekommen? 18 Stück nur. Da hapert es auch gerade irgendwie. Aber wir können jetzt bessere Capacitor bauen. Können wir nur nicht, weil wir keine weißen Chips haben, weil wir kein Resin haben. Aber die eine Fabrik, die jetzt Resin herstellt, sollte ja gut bestückt sein mit Holz für eine Weile. Was sagen unsere Daten? 2100 Holz haben wir mal ebenso abgebaut bisher. Also Roboter ködern immer wieder die Basis jetzt. Die sind richtig schön am Mutieren. Was? Ein Cursed Bow hat ein Level Up? Greift ihn an. Cursed Bow Level 40? Okay, also wenn in meiner Gegenwart Gegner sterben, während ich den Bogen ausgerüstet habe, dann wird er stärker. Interessant. Also ich sehe nicht wirklich, wann ich Schaden mache, weil die Türme so viel Schaden machen. Scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Okay, beim König merkt man das jetzt nicht, aber theoretisch sollte es nicht so schlecht sein. Okay, mal wissen, wie viele Roboter ich inzwischen verloren habe. Das scheint auch ein stetiger Strom von denen zu sein. Achso, du bist noch dabei. Was fehlt dafür jetzt? Die Topaz-Geschichte. Okay, Vorder bitte. Abermals. Wo sind die Edelsteine? Da. Raw Topaz an. Wie viel Holz jetzt? 4000 Holz. Okay, dann mache ich den jetzt erstmal weg. Oh. Denkfehler. Ich mache ihn nicht weg, weil mein Inventar viel zu voll ist und die ganze Sache nicht aufheben kann. So. So. Doof, ich brauche fast alles davon irgendwann immer wieder. Die können weg. 50 Logistik. Achso, die verstecken sich da unten wieder drin. Nein, nein, das ist ein sehr schlechter Ort, um sich da zu verstecken. So. Okay. Und für die Mauern und die ganze Anlage hier müssen wir jetzt was überlegen. Weil wenn ich jetzt hier eine ganze Reihe von den Türmen jeweils baue, dann kann ich hier nicht mehr durchlaufen. Was ich jetzt nicht so toll finde. Machen wir das mal so. Wir machen jeweils immer 3 hin. Das ist okay. Dann kann ich leben. Das ist auch ein Muster. Sieht sogar irgendwie ein Ticken organischer aus. Das ist okay. Dahin. Brauchen wir jetzt nur richtig viele Topaz-Türme. Aber das sollte nicht das Problem sein. Was ist mit euch? Soll ich die überhaupt noch benutzen? Verbrauchen nicht so viel Strom. Und sie machen doch einigermaßen Schaden, wenn die Gegner noch rankommen. Der Turm alleine hier hat schon 15.000 Schaden verursacht. Das ist eine Menge. Aber es macht halt nur 8 Schaden, verglichen mit fast 60. Wir können eigentlich weg. Oh, die könnten weg und ich könnte sie zerlegen. Was kommt dabei raus, wenn ich die zerlege? Ja, Yuki-Zeug, das nicht ganz so super wichtig ist. Also die Batterien da. Nee. Ihr habt erstmal noch Schonfrist. Ist okay.
Ich mache jetzt einen kurzen Trip zu unserer Resin-Fabrik, die jetzt ja doch ziemlich wichtig geworden ist. Die da. Und guck mal, ob die schnell hinterherkommt. Wenn nicht, gibt es davon eine zweite oder wir kriegen Speed and Glue reingeballert. So zum Beispiel. Kriegst du auch noch schnellere Ärmchen? Da sieht doch gut aus. Heißt, wir kriegen so wieder weiße Chips? Nein, ich sehe keine weißen Chips. Ich sehe nur braune Chips und ich sehe keine grünen Chips. Das verwundert mich gerade ein bisschen. Ich sehe 9200 Gold. Hatten wir nicht vor kurzem noch ein Goldproblem? Gut. Ich sehe 26.000 hin. Also auch sehr gut. Viel zu viel Sand. Sand, da könnten wir so eine Compressed... Ne, Sand sollte gar nicht transportiert werden. Das ist okay. Wo sollten wir eine Compressed-Kiste von machen? Für Eisen und Kupfer, theoretisch. Gucken wir mal, wie die jetzt funktionieren. Also wir nehmen jetzt eine von diesen Compression-Chests. Tun die mal hier hin. Und da tun wir jetzt Eisen rein. Wie funktioniert das? So. Du forderst jetzt Eisen an. Und da kommt jetzt das Eisen rein. Mach's mal schneller. Das Problem, was ich dabei sehe, ist es jetzt schön, dass es alles da... Das ist jetzt nicht viel. Hä? Limit the inventory part manipulated by machines, was? Ich verstehe nicht. Geh zu der Compression Chest, da. Stores a virtually unlimited number of one item type. Nö. Tut's nicht. Mach das mal wieder weg. Es dauert nur 200. Müssen wir das vielleicht irgendwie verbinden mit einer Maschine, die Eisen braucht? Das wäre aber nicht so schön. Ich geh mal runter zu den Eisenzahnrädern und pop da das Ding dahin. Vielleicht merkt dann ja durch den Arm die Kiste, was die Fabrik braucht und liefert das dann irgendwie an. Also hier zum Beispiel. So, so. Nö. Ja, rausgenommen wird, aber das ist nichts wirklich Besonderes. Vielleicht andersrum? Machen wir so. Hier ist auch noch besonders. Da habe ich irgendwas noch nicht verstanden. Aber das könnt ihr mir in den Kommentaren gleich erklären. Das heißt, das bleibt erstmal da, wo es ist. Und stattdessen suche ich jetzt die Cyber-Chest, die ich ja auch schon erforscht hatte. Die so ziemlich das gleiche machen sollte. Das da. Oder? Addition to an assembly machine. Set request loss for production queue and press start. Mal gucken. Ich habe nämlich kein Wort verstanden von dem, was da stand. Du. Wow. Hallo? Ist groß. Oh Gott. Okay. Nimm dieses große Ding. Irgendwohin, wo mehr Platz ist. Hier zu den komischen Fabriken zum Beispiel. Setz das Ding dahin. Looking for an assembling machine. Was ist eine assembling machine? Swiss Assembler. Ja, da habe ich irgendwas noch nicht erforscht, was da wahrscheinlich zugehört, ha? Move Compression Chest. Nein. Was zum Geier ist ein Assembler? Oh, das sind die höchsten. Energy Capacity 2,6 Gigajoule. Hammer. Output 2,3 MW. Ein einziger. Krass, krass, krass. 300 Liter Tränke. Wie viele haben wir gerade? Sehe ich nicht. Warte mal kurz. Assembler. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo was drin habe, was wie ein Assembler aussehen könnte. Die Sachen kenne ich alle. Nee. Und ja, ich wusste kurzfristig nicht, was ein Burner Mining Drill ist vom Symbol her, aber das benutze ich so selten.
Zu welchem Modpack gehörst du denn? Zum Modpack Cyberchest. Achso, ein Assembler könnte irgendeine Fabrik sein. Mach mal eine Fabrik daneben. Und du stellst jetzt meinetwegen... Draht her. Awaiting orders. Vielleicht verbinden mit einem... Wo ist das Ding jetzt? So, die mal freilassen. Gut. Du... Da, du stellst jetzt Draht her. Du forderst mal... Das sind die Logistik-Slots von der Kiste. Okay, dann forder du mal Kupfer an. Guck mal, was passiert. Was machst du jetzt? Start. Recipe Copper Plate. Was? Stopp. Forder mal keine Kupferplatten an. Gib mir alle Kupferplatten. Start. Was? Also es sah für mich kurzfristig so aus, als wenn das Ding selber Kupferplatten generiert. Ja. Was genau machst du jetzt? Jetzt haben wir ganz viel Draht in der Cyberchest gleich drin. Das wird nicht abgeholt. Ich verstehe nicht wirklich den Vorteil gegenüber einer roten und einer blauen Kiste. Das ist eben Platz sparen, ne? Geh mal. Unter was war die Kiste jetzt? Hier. Addition to an Assembling Machine. Ich gehe davon aus. Also Assembling Maschinen sind die Fabriken, richtig? Ja, Assembling Maschinen. Set Request Slot for Production QQ and press Start. Achso, wenn ich hier jetzt Draht einstelle. Das mal ohne Ärmchen. Waiting orders. Start. Du. Wieder Draht. Start. Nee. Okay, also zwei Sachen, die ich nicht verstehe. Wo ich aber weiß, dass ein paar von euch auf jeden Fall wissen, wie die funktionieren, denn es wurde mir von denen vorgeschlagen. Ich müsste also erklärt bekommen, wie die Cyberchest funktioniert und wie die Compressor-Chest funktioniert. Und mein Inventar ist wieder völlig vermüllt. Du, da, tu rein. Die alle. Das. Die da. Medienartefakte. Chips, Eisen, Kupfer, Batterien, Gedöns, Steel Gear Wheels. Fordere ich 200 an, das geht nicht. Ein paar von den Blueprints kann ich mal wegmachen. So. Die weg, raus und dann ist gut. Also, das müsste ich rausfinden, wie die beiden Sachen funktionieren. Oder ich tüffle damit selber noch eine Weile rum. Dann bauen wir weiter Richtung die da. Damit wir hier das schön ausbauen können. Und wir können jetzt die hier bauen. Das heißt, wir müssten theoretisch die Dinger hier unten weiterreichen lassen. Also es wieder so einstellen, dass jetzt die Grünen angefordert werden von denen da. Und dass die Grünen rübergereicht werden. So. Und dass hier die Hellblauen hergestellt werden. Und die da. Und ihr braucht Stahl, Weiß und Conduits. Also machen wir das mal.
So. Stahlweiß und die Conduits. Ups. Hat er gerade 100 Coin? Was ist Coin? Nein, ich wollte keine Bitcoins anfordern. Ich hätte gerne die da. Und die grünen. Weiß Coins. Conduits, so. Weiße Chips. Nicht so viele. Nicht so viele. Und grüne. Davon. Auch nicht so viele. So. Das ist ja auch mal alles ein bisschen runtertunen. So, so, so. Woran mangelt's? Ein Conduits. Weil wahrscheinlich nicht wieder genug Monete da sind für noch Conduits und für was auch immer. Das ist okay. Gut. Das heißt, wir warten jetzt, bis das soweit durch ist. Allerdings haben wir noch nicht mal alles auf grün gebracht. Das heißt, wir fangen mit den hellblauen Sachen einfach ganz links an, wo die Sachen noch gelb sind. Und ersetzen die zuerst. Boah, das klingt gut. Also, nächste Folgen bei den Modulen hier weitermachen. Weil Produktivitätsmodule auf 3 und 4 zu haben, wäre jetzt demnächst auch mal ganz schick. Und die Powerrüstung dementsprechend auch. Dann weiß ich hoffentlich bis dahin, ja, unwahrscheinlich, wie die Kisten funktionieren. Weil wenn ihr diese Folge hier seht, dann sind wir mich ja schon wieder 3 Tage rum. Also Kisten erstmal nicht. Also ersetzen von den Stromsachen, Ausbauen der Module, Bauen der Powerrüstung und allgemein immer wieder gucken, was für Ressourcen fehlen. Also Plastik scheint es aber auch noch nicht geregelt zu haben. Da vielleicht noch 2 Replikatoren hinbappen. Dann, dass die weißen Chips wieder regelmäßig produziert werden und die grünen auch. Die haken nämlich momentan auch irgendwie. Was fehlt euch? Superior Circuit Boards. Das kann eigentlich gar nicht sein. Die werden doch hier oben in mehreren Fabriken gleichzeitig hergestellt, oder? Nein. Werden sie nicht. Die gehören noch mit hier zu der Ferry-Geschichte. Ah doch, da sind sie. Warum werdet ihr nicht hergestellt? Werdet ihr doch. Superior Circuit Board. Ah, ich habe mich schon wieder verguckt, oder? Ja, okay. Das mache ich noch kurz zu Ende. Dann Käffchenpause. Da. Wo ist dein Problem? Dinge. Sie wurden nicht angefordert, weil sie oben nicht gebraucht wurden, weil sie da direkt verbunden waren mit den Circuit Board Geschichten. Also, grüne Boards, kein Problem. Weiße Boards. Problematisch wegen den Electronic Components und die Electronic Components problematisch wegen Plastik. Also wirklich Plastik ausbauen, dann passt das schon irgendwie. Ja, also bis gleich.